Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Pinkbox-Unboxing für dich, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, denn ich habe zwei verschiedene Boxen bekommen. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und zwar ist es so, ich habe ja mittlerweile eine Kooperation mit der Pinkbox, das heißt beziehungsweise mit boxpalast.de. Ich bekomme die kostenfrei zugeschickt und kann auch am Ende dieses Videos eine Box an einen von euch da draußen verlosen. Also, deswegen bekomme ich eigentlich die Pinkbox zweimal, aber eigentlich bekomme ich zweimal die gleiche. Das heißt einmal die aus meinem regulären Abo und einmal die, die ich jetzt quasi zugeschickt bekomme. Aber jetzt habe ich zwei unterschiedliche bekommen und bin etwas verwirrt. Denn normalerweise habe ich dann die, ich rede wieder so viel, aber es tut mir leid, denn ich bin total verwirrt. Normalerweise habe ich die, die in meinem Abo regulär war, an die liebe Fiona weitergegeben. Die hatte mir ja auch schon mal ein ganz liebes Paket geschickt. Das ist die Tochter von meiner Nagelfee und die Schwester von der lieben Nähzicke. Ja, ich hole hier gerade ganz weit aus. Also, ich habe auf jeden Fall zwei bekommen. Einmal die aus dem regulären Abo. Da steht auch auf dem Adressaufkleber, den ich euch jetzt nicht so zeigen kann, weil da meine Adresse draufsteht und die ist top secret. an die unglaubliche Claudia, ne? Und dann hole ich da raus diese Box. Girl Power. So. Und dann habe ich aus dem, was ich zugeschickt bekomme, auch von Pinkbox. Box bekommen und da steht auch 7. Geburtstag. Also ich bin wirklich gespannt, ob da unterschiedliche Sachen drin sind. Ja, dann machen wir die mal zusammen auf, oder? So, Pinkbox. Gibt's im Abo für zwischen 12,50 Euro und ca. 15 Euro, je nachdem, was für eine Aboform du wählst. Ich habe mich damals für das Jahresabo entschieden, was ich aber jetzt durch die Kooperation und so weiter ja nicht mehr weiterführe. Aber es läuft ja noch weiter. Die Laufzeit, so lange, wie ich das quasi damals im Jahresabo gebucht habe, ne? Verwirrend hier gerade, Entschuldigung. Also, ich habe jetzt hier die Box, die die Abo-Box wäre, die ich jetzt regulär zugeschickt bekommen habe. Sprich, Girl Power. Mit diesem ziemlich coolen, mit dieser ziemlich coolen Box. Gefällt mir richtig gut. Du hast da auch wieder die üblichen Gutscheine mit dabei. Mein Müsli. Dann haben die hier die Information. Hey, Achtung, Blackbox-Man, du kriegst 8 Euro Rabatt, wenn du möchtest. Ja, das ist einfach mit dem Code BOXMAN, ne? Kannst du bei der Brigitte Box, weil Brigitte Box und Pink Box gehören zusammen, kannst du einlösen. Dann habe ich hier noch eine ziemlich coole Zeitschrift mit dabei, Sweet Dreams. Das ist mal eine ganz andere Zeitschrift und die gefällt mir richtig gut. Das scheint so eine Backzeitschrift zu sein. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. 5,95 Euro kostet die normalerweise und das ist die Version April, Mai. Und da sind richtig schöne Torten drin. Oh, Baby. Ich meine, wenn ich so eine Kiwi-Torte mal nachbacke, ne, dann poste ich die sowas von auf Instagram, Leute. Dafür muss ich aber noch ein bisschen mehr Backerfahrung sammeln. So, dann war noch mit dabei ein Mini-Sekt Jules Mum Medium Dry. Ja, ich trinke zwar normalerweise nicht wirklich Alkohol, aber so einen kleinen Sekt vielleicht mal irgendwann, wenn es irgendwas zu feiern gibt, aber mal gucken. Eigentlich eher alkoholfrei, weil, ne, macht für mich nichts. So, Box. Girl Power. Reingucken. Wonder Woman ist vorne abgebildet. Ich glaube, da kommt auch demnächst mal ein Film von raus. Ich mag Wonder Woman richtig gerne und finde sie sehr cool. Ich finde das Design der Box richtig geil. Ich finde das Thema Girl Power auch unheimlich cool. Pink Box, normales Design. Achso, hier drin steht eben übrigens immer drin, du bist schön. Das finde ich auch immer sehr nett. Genau, Pink Box, Schleifchen. Seidenpapier. Pink Box kommt monatlich. Das heißt, du hast monatlich Spaß und das finde ich immer sehr toll. Ich liebe die Pinkbox und die Glossybox. Pinkbox ist immer eher so eher im Drogeriebereich angesiedelt. Die Glossybox möchte sich eigentlich immer eher so an den etwas höheren Marken orientieren. Wobei sie das in letzter Zeit nicht unbedingt tut. So, dann machen wir den Klebi auf. Pinkbox, 7. Geburtstag. Ich glaube, jetzt erklärt sich so ein bisschen die Geschichte, warum ich zwei verschiedene Boxen habe, oder? Also, es ist scheinbar so, dass zum 7. Geburtstag nochmal die beliebtesten Special-Box-Editionen vom Aussehen der Box rausgefischt wurden. Vom Inhalt her
keine Ahnung, ob die da auch vielleicht einen Mix gemacht haben. Bin ich gespannt. Vielleicht hat jede jetzt wirklich mal so einen ganz bunten Mix. Mal gucken. Liebe Pink Lady, lasse alles stehen und liegen, setze dein Partyhütchen auf. Ich würde das hier als mein Partyhütchen bezeichnen. Setzen wir es mal auf. Und ja, ich habe tatsächlich alles stehen und liegen lassen, weil ich bin direkt von der Arbeit hier hingekommen, habe Sammy kurz Hallo gesagt, habe gesehen, alles klar, zwei Pinkboxen, habe kurz die Kartons aufgerissen, mir gedacht, what? Und ja, jetzt sitze ich hier, ne? Deswegen auch relativ ungeschminkt. Und gieße dir ein Gläschen Sekt ein. Nö, das mache ich jetzt gerade nicht. Denn es gibt etwas zu feiern. Die Pinkbox hat Geburtstag. Seit sage und schreibe 7 Jahren geben wir uns die größte Mühe, unseren Pink Ladies jeden Monat aufs Neue eine Freude zu machen. Mit überraschenden Themenwelten, hübschen Boxendesigns und wundervollen Beauty-Highlights. Und warum? Weil wir es lieben, wenn ihr euch an neue Beauty-Trends herantraut und wagemutig neue Produkte testet. Denn eure Zufriedenheit macht uns glücklich. Doch nun genug mit dem sentimentalen Gequatsche. Wir wünschen dir viel Spaß mit deiner Pink Box. Das finde ich cool. Ja, 7 Jahre. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Das finde ich cool. Übrigens, auf den Seiten 7 bis 10 erwarten dich ein köstliches Rezept. Blättere schnell weiter. Oh, geil. Du hast nämlich in diesem Heftchen, wo drin steht, was drin ist, nicht nur die Produkte mit Preisen und Informationen drinstehen, sondern tatsächlich dann auch noch so Informationen. In dem Sinne jetzt hier tatsächlich so ein Rezept mit dabei für einen Kuchen. Cool. Dafür muss ich nur mal backen können, ne? Das ist immer so. Wir interessieren uns aber gerade echt einfach mal für die Produkte. So, das erste, was ich rausziehe, ist von S. Oliver Black Label Woman Eau de Toilette. Das hatte ich schon mal, das habe ich, glaube ich, auch letztens mal weitergegeben, weil ich dem Duft nicht mehr so, das fand ich nicht mehr, nee, war mir dann doch zu frisch. An und für sich riecht es ganz gut, aber ich denke, dass ich das mal verlosen oder verschenken werde, weil ich eigentlich wirklich mehr so der Mensch für blumige und fruchtige Düfte bin. Da bin ich nicht mehr so von dem überzeugt. So, Sebamed, Anti-Pollution, Feuchtigkeitsfluid, Lichtschutzfaktor 20, intensive Feuchtigkeit mit Q10 und Hyaluronsäure, stärkt die Hautbarriere mit fermentierten Milchsäurebakterien, Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen. Das finde ich cool. Warum finde ich das cool? Weil ich meiner Mama zum Muttertag eine Sebamed-Box schenken möchte. Ich habe so viele Produkte schon von Sebamed zusammengesammelt, weil sie halt eine sehr empfindliche Haut hat. Und das ist perfekt. Das kommt da auch mit rein. Da wird sie sich garantiert drüber freuen. Und sie wird auch sagen, dass ich verrückt bin und das nicht machen soll. Mama, wenn du mir jetzt zuschaust, sorry. Ich wollte nicht spoilern, aber ich habe es jetzt getan. Hallo. Sammy freut sich gerade, dass Bräuchen wieder da ist. Meine Kamera ist ein bisschen höher eingestellt, da sieht man den jetzt leider nicht mehr. Sammy, du brauchst ein Treppchen. Naja, auf jeden Fall ist das eine ganz gute Geschichte. Es kommt in Mamas Sebamed-Box, freue ich mich. Als nächstes habe ich Haargummis, ach cool, von Papanga. 2 Stück. Das finde ich gut, das ist so Telefonkabel, Haargummis, perfekter Halt, weniger Ziepen, kein Spliss. Ja, ne, das ist keine Ahnung. Aber die benutze ich gerne in meinen Haaren für meinen Bommel als Invisibobble-Nachmache quasi. Finde ich cool. Ja, gefällt mir. Als nächstes habe ich hier was drin, was ich richtig cool finde. Und zwar ist das von Lovely, also von Paola Maria, die Eye Cream mit Manuka-Honig-Extrakt. Den Toner fand ich ja schon so geil, ne? Und jetzt habe ich tatsächlich hier die Augencreme. Ich bin gespannt, ob ich da auch so überzeugt von bin, weil die Maske fand ich ja nicht so geil. Das ist toll, das werde ich benutzen, da freue ich mich drauf. So, dann habe ich hier, das hört ja gar nicht auf, 1, 2, 3, 4, 5 und da ist noch mehr drin, eieiei, von Rival de Loop Young, Matte Lasting Matte Lip Gloss, Crazy Matte Lasting Matte Lip Gloss, matt. Super matte Lippen mit extra Long Lasting Effekt, in der Farbe Miss Kiss, das ist so ein richtig schön nudiger und den mache ich mir doch jetzt einfach mal drauf, gucken wir mal, wie der so ist. Der riecht chemisch, also nicht so geil, ne? Also dieses Bürstchen oder Füßchen ist sehr, sehr flexibel, das ist sehr merkwürdig. So sieht er auf den Lippen aus. Sieht aus, als hätte ich nichts auf den Lippen, ne? Das ist eine sehr neutrale Farbe und entspricht eigentlich auch meiner Lippenfarbe. Und das Füßchen ist extrem, extrem flexibel. Ich glaube, das sieht man, ne? Das kannst du richtig so knicken. Sehr merkwürdig, das Ding. Naja, ich mache dir trotzdem mal so einen Lippenswatch oder einen Swatch von dem Produkt. Mache ich mal hier so.
Ne? Also es ist sehr, sehr nudig, aber es ist nicht jetzt irgendwie ins Orangestichige. Es ist einfach vollkommen meine Lippenfarbe. Ich finde es jetzt nicht hässlich oder sonst irgendwas, aber ich finde es für mich dann in dem Fall unnötig. Deswegen wird es weiter wandern. Weil es ist halt meine Lippenfarbe. Was soll ich mir meine Lippenfarbe auf die Lippen drauf machen? Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Weil es halt auch noch matt ist und dementsprechend die Lippen austrocknet, macht keinen Sinn. Und dann habe ich eine Palette drin, von der habe ich viel Gutes gehört. Kenne sie aber eigentlich mit einem Einhorn oben drauf und vermisse es gerade ein bisschen. Das ist von Rival de Loop Young, eine Rainbow Shimmer Palette. Die schaut so aus. So, und hier haben wir dann tatsächlich in einem holographischen Moped 6 verschiedene Farben, die ich einmal swatchen werde. Wow, also die sehen schon ziemlich krass aus, ne? Sieht so aus, als hätte meine Hand jetzt den ultimativen Highlight bekommen. Heftig. Und ich glaube, die war jetzt nicht unbedingt teuer oder sowas. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ich nehme mir mal hier unten diesen, Rosé-Champagner-Ton auf den Highlighter-Pinsel. Da ist schon ordentlich was drauf. Und gebe mir das mal hier auf. Der, ist da. Das ist cool. Das ist richtig cool. Wow. Ist jetzt ein bisschen bunt, sage ich mal, weil ich habe jetzt auch einfach sonst nichts drauf, ne? Also, was soll ein Highlighter da groß machen? Das ist ein bisschen, der hat es dann einfach schwer gerade bei mir. Wenn ich jetzt das Weiß nochmal drüber gebe. Wow. Ich weiß nicht, ob man den sieht, weil ich habe jetzt eine neue Kamera übrigens. Ja, aber ich glaube, dass man den sieht. Ich sehe ihn auf jeden Fall im Spiegel mega und der ist sowas von da. Ui, 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 ui. Wahnsinn. Das ist eine coole Highlighter-Palette, da freue ich mich drüber. Ja, dieses Mal haben wir tatsächlich 6 Produkte in dieser Box drin und hier blende ich dir mal den Gesamtwert der Produkte ein. Der übersteigt immer den Wert von dem, was du dafür bezahlst. So, das ist jetzt die zweite Pinkbox und zwar ist das die Pinkbox, die ich durch die Kooperation bekommen habe. Ja, also als erstes ist schon mal gleich auch mit drin ein Säckchen von Jules Mumm, die beiden Gutscheine, eine andere Zeitschrift und zwar, also es ist die gleiche Zeitschrift, Sweet Dreams, aber von Januar, Februar. Das finde ich etwas witzig. Hä? Okay, egal. Habe ich die halt von Januar, Februar, März, April, also 2, egal. Habe ich wenigstens eine unterschiedliche drin. Das erste Produkt, was ich jetzt hier daneben gefunden habe, ist aber ein anderes Produkt als eins von denen, was ich in der vorigen Box drin hatte. Und zwar ist das hier, keine Ahnung, Kativa, Glätten ohne Glätteisen. Keratin, Haarglättung für zu Hause. Aufbau und Reparatur mit Keratin und Kupuazu. Mhm. Und das soll bis zu 4 Wochen halten. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich meine Haare nicht glätten will. Deswegen wird das definitiv mal demnächst in eine Verlosung wandern, denn ich freue mich, wenn ich so ein paar Wellen mal so drin habe, ne? Okay, also, wie muss man das machen? Das ist eine Maske, die man Strähne für Strähne mit ein bisschen Abstand, einen halben Zentimeter zur Kopfhaut, im Haar verteilen soll. Dann soll man die 15 bis 20 Minuten einwirken lassen, dann einfach auskämmen, was du an überschüssigem Produkt drauf hast. Dann soll man das flach föhnen, okay, also nicht auswaschen. Ja, und dann zweimal mit Shampoo und Das finde ich jetzt merkwürdig. Du sollst es erst föhnen, trocknen, ne? Und dann sollst du das mit Shampoo und Pflegespülung zweimal waschen, okay? Dann sollst du es trocken föhnen und dann kannst du es stylen und dann soll das halt bis zu 4 Wochen halten. Oder? Stand da? Ja, bis zu 4 Wochen. Hier steht es nochmal drauf. Werde ich nicht brauchen, werde ich weitergeben. Dann machen wir hier mal das schöne Schätzchen auf, was mir vom Design her ehrlich gesagt auch richtig gut gefällt. Ich mag diese Pfingstrosen, die da drauf sind. Das finde ich richtig, richtig schön. Das gefällt mir. Die gefällt mir sogar noch besser als die Superwoman Edition. Hier steht übrigens nicht drauf, dass man schön ist. Naja, aber die Box ist schön. So, wir öffnen das Schleifchen. Ich rieche mal dran. Nee, das riecht einfach nur nach Karton, Papier, nach nichts Wildem. Und es sieht wirklich genauso aus wie die andere. Aber vielleicht sind hier andere Produkte drin. Man weiß es nicht. Wir haben hier wieder das Heftchen. Wir haben hier wieder die Augencreme. Wir haben hier wieder das Parfüm. Den Lippenstift wieder in der gleichen Farbe.
Auch wieder Miss Kiss. Die gleiche Highlighter-Palette. Zweimal diese Haargummis, aber dieses Mal in Pink. Im Prinzip hat man dann nur aufgrund, also anstatt von diesem Sebamed-Gedöns, das Haargedöns gekriegt. Also ist es im Prinzip einfach die gleiche Pinkbox nochmal. Alles das Gleiche. Ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert ein. Ich weiß nicht, ob dieses Kativa mehr wert ist als das Sebamed. Ich würde auch hier sagen 35 Euro vom Wert her. Was sage ich jetzt zu der Pinkbox 7. Geburtstag? Naja, also ich finde, der Highlighter ist poppin, ne? Also das ist definitiv eine Highlighter-Palette, die man drauf machen kann, wenn man feiern geht. Den Lipgloss, Liquid Lipstick, was auch immer. Nee, also das da dann, nee. Da wäre es sinnvoller gewesen, irgendwas Kräftigeres zu nehmen. Das ist dann mehr Party für mich. Ich weiß nicht, ja, die Haargummis passt auch wohl, ne? Weil man möchte sich ja ein Haarstyling machen. Das Produkt bzw. die Sebamed-Creme ist eher so basic, würde ich mal fast schon sagen, weil das ist ja eine Basispflege, die man macht. Also entweder möchte ich glatte Haare haben oder ich möchte ein feuchtigkeitsgepflegtes Gesicht haben. Naja, was ich passend zum Thema finde, ist auf jeden Fall das Parfüm, weil man da ja auch entsprechend für Party ein bisschen was auflegen möchte und gut riechen möchte. Da hätte es mir besser gefallen, wenn es ein anderes gewesen wäre. Vielleicht irgendwie was Kräftigeres, was Knalligeres, irgendwie so eine coole Geschichte, keine Ahnung. Das ist halt vom Duft her etwas zu basic, meiner Meinung nach. Ja, und die Augencreme von Lovely finde ich persönlich als Highlight der Box. Ich finde die mega geil, aber überhaupt nicht zum Thema passend. Sorry, ne? Aber ich finde sie geil. Also, ne? Und gut, ja, der Sekt, ne? Lass knallen. Also, das, ja, passt zum Thema 7. Geburtstag, aber ansonsten. Ich weiß es auch nicht, was man da noch hätte mit reinmachen können, um den 7. Geburtstag zu feiern. Ne? Also ich persönlich finde schon mal cool, dass es nicht nur 5 Produkte sind, sondern 6. Das ist noch so ein kleines Gimmick, weil normalerweise sind halt immer 5 Produkte drin. Das ist so ein kleines Geschenk an uns wahrscheinlich auch. Aber ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir. Irgendwie so ein Kabam. Irgendein Kabam fehlt mir. Ich weiß aber nicht, was. Ihr Lieben, was meint ihr denn? Wie hat euch denn die Box gefallen? Hier oben kannst du abstimmen und nach Schulnoten bewerten. Da bin ich wirklich gespannt, was du meinst. Und schreib doch mal gerne unten in die Kommentare, was du meinst, welches Produkt in dieser Box gefehlt hat, um den 7. Geburtstag zu feiern. Würde mich total interessieren, weil mir jetzt gerade auch nicht so wirklich einfällt, was mir fehlt. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Das ist so merkwürdig. Sammy weiß auch nicht, was er sagen soll. Der steht hier einfach und guckt mich an und möchte mit mir spielen. Ja, Sammy, wir gehen gleich nach draußen und spielen. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ihr Lieben, denkt dran, in diesem Video darf ich eine Pinkbox an einen von euch verlosen. Schaut einfach unten in die Infobox rein und ja, diese Verlosung geht auch tatsächlich nur eine einzige Woche, also seid schnell. Ansonsten würde ich einfach sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!